Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Aquarian Skies Hardcore Quest Folge 19 mit Master Tobi. Und dem Balion. In der letzten Folge habe ich angefangen, das Traumcraft Haus zu bauen. Ich habe so eine Folgenpause beendet, weil Tobi nicht da war, beziehungsweise ich nicht da war, wenn Tobi Zeit hatte und umgedreht. Ja, Ich ich verarbeite. Genau. Ich habe schon mal ein bisschen das Ganze mit Leben gefüllt. Unseren muss mal Beschwörungsritualplatz, keine Ahnung, wie man das nennt. Dann unseren Forschungsbereich, dann ganzen Notes, Aura Note hier platziert. Waren die kleinen denn hier? Ein Gegenstand, der oder ein Block, Multiblock hingesetzt, der meine Baumstäbe auflädt. Ja, die sind gerade alle aufgeladen. Okay, kann ich gerade nicht zeigen, wie das funktioniert. Dann haben wir hier hinten Golems, die für uns arbeiten. Tu mal Destille und was. der Alchemie Furnage reinkommt. Ja, geschmolzen wird zum Beispiel jetzt hier Lux. Schaffen die das ins Reagenz, was man halt für die Minecraft-Geschichte brauchen. So, dann hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit und habe mir ein Lager gebaut, weil meine ME, die Festplatten immer überlaufen, habe ich mir gedacht, gibt ja eine schöne Alternative dafür, was auch mit der ME zusammenarbeitet. Man sieht schon hier ein paar ME-Kabeln. Du musst auch noch verstecken, ne? Ja. Bringen wir mal ins Höhe. Da sehen wir jetzt die ganzen Barrels. Also die werden bestückt durch die ME und durch den Storage Bus. Storage Bus wird es in der ME eingelesen. Durch alles, was in den Barrels ist, ist auch in der ME und die ME schmeißt durch den Precision Export Bus Barrels rein. Sprich, das geht nicht auf die Festplattenkapazität. Kannst du den hier nicht ein bisschen tiefer setzen? Nee, kann ich nicht. Weil die sind doch eh schon doppelt angeschlossen. Müssen ja doppelt angeschlossen werden. Echt? Einmal der Storage-Bus und dann einmal der Export-Bus. Alles klar. Und unter den Barrels, also hier auf der Fußebene, ist auch ein Storage-Bus. Also wenn ich das jetzt hier wegmache, guck da. So weg. Da ist ein Storage-Bus drunter. Ah, So, Oakwood weggefallen. Ja, dass das halt nicht auf die Kapazitäten von Festplatten geht, weil ich kann euch mal zeigen, zu Hause, ich musste zwischenzeitlich wo das Tri-Fan machen und seitdem ich hier alles auslagere, ist alles wieder grün. Alles wieder schick. So, dann habe ich angefangen bei den Maschinen unten. der kann keinen Salat speichern. Also verbrennen. Der Ofen da. Ofen. Was von Ofen, Tobi? Wo die Golems davor stehen. So, jetzt wollte ich mir auch deinen Cube da zeigen. Ja. Was ist das denn? Hier war mal eine Okay. Treppe. Ja, die musste weg, weil kein Platz. Und hier ist ein offenes Kabel, daran kann man sich verletzen. Ja, das Kabel soll offen bleiben. Ist ja auch egal. So, ich Wenn musste das ein vor. Elektriker sieht. Ja, das gefällt mir alles hier unten eh nicht, aber ich werde es wahrscheinlich auch nochmal umbauen. Nicht durch die Strahlen laufen. Nicht durch die Strahlen laufen. Da durch die Blöcke sitzen. Ich fühle mich gerade wie so ein kleines Kind. Nicht auf die Herdplatte fassen. Ist heiß. Könnt ihr mich bitten? So, wir mussten eine. Also, ich erkläre mal kurz. Also, ich habe noch ein paar Magmatic Dynamos gebaut. Dann musste ich die mit Redstone Energie Conduit, weil die Redstone Energie Conduit tut, glaube ich, 1000 pro Tick. Genau. Ne, 10.000 RF pro Tick transportieren, weil meine ME immer abgekackt ist. Weil ich jetzt mittlerweile Autocrafting betreibe. Mal den
Deaktivieren erstmal. Das brauchen wir jetzt nicht. Storage Cell. Ich habe jetzt einen Puffer oben. Ich habe eine Resonant Energy Cell reingemacht. Das ist schon. Wie viele Nullen sind das? 50 Millionen RF Buffer habe. Das mir. Und hier ist noch eine ganz normale Redstone mit 10 Millionen. Also, dass wir ein bisschen Energie buffern können. So, das ist unsere. Herzstück unserer ME. Da sind die ganzen Rezepte drin, dass die ME weiß, wie sie was kräften, herstellen kann oder craften kann. Also die weiß zum Beispiel, ich fange jetzt oben links ein, also wie stellt, also Craft, Iron Ore, Gravel, braucht die 4 gebrochene Iron Ore. Das, durch die Rezepte kann die das dann halt herstellen. So. Dieser Ach, deswegen gab es auch nie Weed, weil alles Brot Nee, gemacht worden ist. nicht alles, ich hab's begrenzt. Aber erst später begrenzt. Dieser Autonomous Activator, wo ich jetzt draufstehe, puttert sich durch die Precision Export Bus den Gravel an, den Sand und den Gravel und den Sand an. Dadurch, dass die auf Moving Single Items in Craft stehen, weiß der, okay, wenn ich weiß, wie ich das herstellen kann, dann crafte ich mir das auch. Also, wenn ich in der ME die einzelnen Crushed oder Broken Ores habe. Broken, jetzt mal schreiben, Broken. Bild. Da sind sie doch. Broken. Also die Broken Ores, wenn die in der ME sind, tut er die zu Gravel zusammen craften und die Crushed zu Sand. Und die futtert er sich an. So, der Autonomous Activator, dank dem Fuzzy Export Bus, stellt sich automatisch Iron Hammer her, wenn die kaputt gegangen sind. Dadurch, dass die ME weiß, wie sie Sticks herstellt, wie sie Pattern, also Pattern, wie sie Oakwood herstellt, also Oakwood Planks, dann macht sie aus den Oakwood Planks macht Sticks und dann macht sie sich einen Hammer. Das hat sie jetzt alles schon gelernt. So, und der Rest ist eigentlich so wie in den anderen Folgen. Hier läuft einfach bloß Gravel und Sand durch. Ja, und dann habe ich schon den Ender. Ach ne, hier hinten habe ich ja noch was. Die Reaktoren habe ich ja noch. Genau. Ich habe mir einfach mal noch ein paar Reaktoren gebaut, weil Strom ist Mangelware. Können auch noch mal 100 Millionen RF zwischenspeichern. Der hier ist aber immer auf 0, weil der den Laser-Trail bedient. Ah, das sieht schon sehr viel besser aus. Nichts umstellen, Tobi, bitte. Doch, das war ganz wichtig. Ich habe hier das Loch zugemacht mit den Tanks. Das war nicht mehr dynamisch. Ah, nee, Quatsch, dynamisch. Weiß, was du meinst. Ja, also Jetzt schaut nicht mehr schön aus. der Laser Drill arbeitet ganz normal. Der versucht auf oder der muss auf Bedrock gerichtet sein. Ich weiß, im Sky gibt es keinen Bedrock, aber wenn der nach unten gerichtet ist, arbeitet der. Also ich kann es ja mal aufreißen. Ich habe jetzt zwar nichts da zum Zumachen. Also der arbeitet jetzt nach unten Richtung Bedrock und holt sich immer, wenn er dann 200 WK, was auch immer, 200 Wirkeinheiten voll hat, erscheint ein neues Ohr. Weil ich für die Quest for the Hoarding Raw-Ores, die ganzen Nether-Ores benötige, um als Reward die Ender-Query zu bekommen, dass ich Wie einen kommst du denn Ender. von dem Ding in den Nether? Wie bohrt der denn in den Nether? Ist da unten ein Portal, was umgekippt ist, oder? Keine Ahnung, wie er das macht, aber er tut einfach, wenn er fertig ist, ein Ohr kreieren, egal welches.
Also der tut die ganz normalen Minecraft, die Kohle-Ores, die Redstone-Ores, der tut alles generieren. Emerald-Ore, ja, also der generiert alles, auch die Thorncraft-Sachen. Ja, Rutile Heidelberg. Ohr, aha. Ja, weiß auch, woher du so viel Klostein hast. Ja. Ja. Wo war ich denn stehen geblieben? Genau. Ich brauche für die Quest vor der Hoarding Ores brauchte ich die ganzen Nether-Ores, weil ich die ja im Nether nicht abbauen kann, weil ich keine Spitzhacke habe, weil ich bräuchte eine Kobalt-Spitzhacke, um das abzubauen. Habe ich gedacht, okay, dann machst du halt das, brauchst halt einen Haufen Strom, aber was soll's. So, jetzt habe ich die Ender-Query bekommen und jetzt würde ich sagen, Tobi, du folgst mir mal in unseren Traumcraft-Bereich zurück. Hast du doch bestimmt auch den Warp-Punkt oder hast du dir nie Warp-Punkte gesetzt? Ich habe drei Stück, da ist Home, Mob Farm und Farm. Ja, dann muss ich dir wahrscheinlich mal. Kannst du die Warp-Patches auch selber machen? So, Ich Jens Höhe. lass lieber. So, da haben wir unser Enderportal. Du kannst ruhig mitkommen. Hüpf. Stehen bleiben. Dü, dü, dü. Dü. So, wo ist er? Da ist er. Ich habe Warum den war End. mir klar, dass hier schon was gebaut ist? Ich habe den Nether sicher gemacht. Ne, versucht sicher zu machen. Also, Tobi, ich empfehle dir nicht unbedingt Netherrack wegzuhauen, weil dahinter könnten so kleine Würmer sein. Keine Ahnung. Silberfische. Genau, die tun weh. Wir gehen jetzt einfach mal. Ich habe ja hinten eigentlich einen Warp-Punkt, aber den hat der Tobi ja nicht. Deswegen laufen wir einfach mal. Ihr seht ja oben rechts auf der Karte Haufen Stein. Das kommt daher, dass meine Thermal-Ender-Pump oder wie auch immer die heißt, die Lava abpumpt. Dadurch, dass die Magmatic-Generatoren viel zu viel Lava verbrauchen auf Dauer und das mit den Crucibles einfach zu viel wird, also mit den Steinschmelzen. Habe ich gesagt, okay, dann baue ich mir hier hinten oder Stück für Stück pumpe ich einen Nether leer. Mit einer Endothermik. Ich muss auf Lava zielen, dann der Tesseract hier oben drauf, der auf Send and Receive All, also der nimmt eigentlich nur die Lava auf. Die Enderpump kann nämlich nicht direkt mit dem Tesseract angeschlossen werden. Da muss erst eine Energiekonde dazwischen und der Tesseract hier sendet ihm Strom. Weil in meinem Maschinenraum noch ein dritter Tesseract. Ja, und dann hier ein Chunk-Loader, den kennt ihr ja. Ist ja kein Problem. So, und wenn dann der Bereich auch noch leer gesaugt ist mit Lava, dann werde ich mal gucken in der späteren Folge und die Ender Query heißt ja nicht Nether Query, sondern Ender Query aufstellen. Also hier ist es überall sicher, Tobi, aber wie gesagt, das ist noch eine Höhle, die ich ein bisschen ausgeleuchtet habe. Hinten ging es noch weiter, da habe ich ein kleines Loch gelassen, um zu gucken. Ja, aber hier sind auf Loch jeden Fall. gucken. Also ich Wenn kann ich hier jetzt mit. einen so einen Stein weghaue, ist schlecht. Kannst probieren, also ich muss ja eh Steine weghauen. Weil ich muss ein 64x64 Feld großes Feed abstecken für die Ender Query. Also es kann passieren, dass hier, also definitiv passiert es bei hier, bei den Dingen. Nether Quartz Ohr. Jedes Mal, wenn ich Nether. Sorry. Hat's gezischt, ich sammle das ein und Ja. dann. Bam. Kommen nämlich auch Haufen Viecher raus. Ich sehe nichts mehr. Ja. Also ich lebe noch. Ich auch.
Sind aber alle an mir dran. Jetzt bin ich tot. Wow, wie viele sind denn das? Das war jetzt richtig doof. Hast du dich nicht weggeportet? Ja, also immer wenn ich, was war das? Quarz. Ja, genau. Nether Quarz zerstört habe, hat's mich erwischt. Aber das war, also so viele hatte ich auch noch nie. Also, sonst hätte ich das jetzt auch nicht gemacht. Puh. Ich hab zweimal Bücher bekommen. Ich muss jetzt erstmal mein Zeug einsammeln, weil ich hätte schon gerne mein Warpbook und alles wieder. Und meine Diamantrüstung, die komplett verzaubert war. Sonst hätte ich nämlich nicht so lange überlebt. Hat ja nur 2 Tage gedauert. Alter, das sind ja Massen. Die ganze Karte ist voll. Viel Spaß da. Ja. Oder? Hast du auch noch genug Leben? Was? Ist ja auch noch genug Leben. Lebenspunkte. Also, du weißt, dass du dann irgendwann tot bist. Also richtig tot. Tot, tot. Sammle jetzt bloß mein Zeug ein und hau hier ab. Ja, also ich kann dir ja mal kurz zählen. Ich bin ja im Creative Modus. Wenn die mal stillhalten würden. Also ihr seht es ja auf meinem Video. Ich würde das selbst. Nee, das würde ich mit der stärksten Rüstung nicht lange überleben. Kommen denn die alle her? Also der Nether ist doch nicht so sicher. Ich dachte, ich hätte ihn sicher gekriegt. Vielleicht despawnen die ja dann irgendwann. Okay. Boom. Das waren so 30, 40 Stück oder so. Ich gehe nicht unbedingt davon aus, dass sie despawnen, weil du hast ja einen Chunkloader dort. Dann trotzdem despawnen mit der Zeit. Also ein was ist auf jeden Fall schon mal futsch gegangen. Ja, ich mein Kopf. Doof. Auch wenn ich einen Junkloader habe. Die Mobs müssten trotzdem despawnen. Ah, Questbook. So, und dann habe ich als Questbelohnung mal ein Redwood Sapling bekommen. Natürlich muss ich es auch gleich ausprobieren, wie so vieles. Und Na. nur um euch mal zu zeigen, wie viel bei einem Redwood Sapling rauskommt an Holz. Also eine Obsidian-Chest voll. Ja, zwei Obsidian-Chests voll mit Items. Und der war wirklich riesengroß. Also die Wurzeln, die sieht man noch, wenn ich jetzt. Also ich fliege jetzt nicht. Jedenfalls, die Wurzeln sind noch hier unterhalb. Sehen. So sieht man sie nicht. Ich glaube, ich hatte den eh hier stehen, hier in dem Bereich. Ah, sieht man. Ja, warum hast du die nicht alle abgebaut? Gold bauen nicht runter. So, ich mache jetzt das Loch einfach bloß mal zu. Genau, während du das Loch gerade stopfst, werde ich schon sagen, dass wir am Ende sind für diese Folge. Ja, heute nur kurze Vorstellung, was wir offscreen gemacht haben, oder was ich offscreen gemacht habe. Aber nächste Folge definitiv mehr und ab nächster Folge wird auch die Welt zum Download angeboten durch Nein. Master Tobi. Ja, ich lasse mir was einfallen, was Schönes, was Einfaches für euch. So.
Immer denke ich mal hin, ohne Probleme. Und dann würde ich sagen, machen wir Folgenpause. Bis zum Ja, ich nächsten sammle hier Mal. gerade noch das Zeugs. Ja, vorbei. Wir machen Folgenpause. Wieder Bis tschüss. Bye zum bye. nächsten Mal. Ciao.